Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Runde von Haus der Tausend Türen und Feuerschlangen. Wir wollten hier einen Dings-Henkel an den Eimer machen und jetzt ein bisschen Wasser holen. Wieder hoch damit. Ja gut. Dann haben wir ja noch das Brecheisen. Das können wir für hier nehmen. Dann mal das Croissant und eine Schriftrolle. Okay. Setzen wir mal das Croissant ein. Und da haben wir ein Suchbild. Eine Gießkanne, Schöpfkelle. Oh je, oh je, oh je. Mal da. Vanillepflanze. Geldbörse, Ohrring, Heugabel. Was ist hier? Korken. Nudelholz, Maiskolben, Pilze. Brauch Nadeln. Da. Achso, hier muss ich noch anklicken. Mein Gott. Tabakpfeife, Traubenblatt. Hier ist ein Pinsel. Ein rotes Gewicht. Brauchen wir bloß noch ein Gewicht. Da. Pinseln wir mal an. Na, Klicker. Tabakpfeife. Was hier drunter? Sag ich mal. Okay. Was brauchen wir alles? Ein Ring. Ah, das ist die Vanillepflanze. Hätte ich nicht erkannt, wenn ich nicht draufgeklickt hätte. Ohrring, okay. Gießkanne, Tabakpfeife. Ist das eine Tabakpfeife? Nee, ne? Nee. Eine Bürste und Pilze. Hier ist die Gießkanne. Hier ist die Bürste. Was ist denn das da? Das ist nicht. Korken und Geldbörse. Ne, Nudelholz. Nudelholz ist doch was Großes. Das müssen wir doch. Hier ist ein Maiskolben. Das ist ein Hammer. Den brauchen wir aber nicht. Das muss doch. Ja. Er sagt gerade, er nimmt auch ein bisschen auf noch. Was nimmst du auf? Willst du Visage aufnehmen? Ein Horror-Let's Play? Ruft mal alle laut, dass ihr sehen wollt, wie es weitergeht. Ja! Nicht heute Abend. Na gut. Vielleicht kriege ich ihn ja noch dazu, dass er Visage für Halloween aufnimmt. Ich habe die Rakan-Folgen ja schon gespielt. Aber wir müssen ja die von der Oma und von der Dolores und wie ist das andere Kapitel? Ich weiß es gar nicht mehr, schon so lange her. Müssen wir ja nochmal replayen, weil es ja gewiped wurde. Das war so ätzend. Aber das Rakan-Kapitel habe ich ja schon. Dann müssen wir das andere nochmal spielen, damit wir es abschließen können. Deshalb ist es auch noch in der offenen Liste. Und weil es ja absolut lame ist, wenn ich es nochmal spiele, obwohl ich mir bestimmt nochmal in die Hose kacken würde, wollte ich, dass er es mit Facecam macht, wisst ihr? Ich dachte, das ist vielleicht ganz fetzig. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, das habe ich schon mal vor einem Jahr erzählt. Und seitdem haben wir es noch nicht geschafft, aber wir werden es hinkriegen. Hier sind Pilze, habe ich in der Zwischenzeit gesehen. Nudelholz. Das Ding ist so dick, das könnte Nudelholz sein, aber das ist schon Baguette. Das ist bestimmt wieder irgendwo so konform mit dem. Ah, hier ist es doch. Doch nicht so. Korken, Geldbörse und Traubenblatt. Hier vielleicht doch noch drin. Nee, ist auch kein Korken drin und keine Geldbörse und kein Traubenblatt. Also ich bin jetzt bei einer Geldbörse bei sowas wie einem Portemonnaie halt, ne? Das ist auch nicht. Habe ich nicht richtig getroffen?
doch, habe ich. Gut. Ah, das ist eine Geldbörse. Oh, sowas kenne ich noch aus meiner Kindheit. Meine Oma hatte das auch immer. War mal Kleingeld drin. Sind das hier eine Karte einfach nur? Korken und Traubenblatt. Hier ist das Traubenblatt. Da fehlt uns noch der Korken. Dann lassen wir uns helfen, Leute. Ah, da. Hätte ich bestimmt noch eine Ewigkeit gebraucht. So, eine Heugabel haben wir dann. Die Lampe ist mit Öl gefüllt. Schriftrolle. Müssen wir ein bisschen Öl mitnehmen? Keine Ahnung wofür, aber wir nehmen es mal mit. Hätten wir auch einfach die Lampe nehmen können, aber gut. Ja. Hier oben liegt noch Zeug rum. Kann ich da so eine Mistgabel runterholen? Oder kriege ich das erst, wenn ich irgendwie oben bin oder so? Keine Ahnung. So, gut. Machen wir erstmal hier oben. Geht das irgendwie ab? Nee. Abklopfen? Auch nicht. Nee, bleib mal hier. So, abkratzen ist auch nicht der Fall. Okay. Gehen wir mal hier hin. Dann haben wir hier nämlich das... Na, komm mit. Oi. Das ist das Mittelstück von drüben, glaube ich. So, habe ich was zum Zerschneiden? Noch nicht so wirklich. Weiß noch nicht, was ich mit dem Hammer will. Hier kann ich jetzt... Löschen? Nee. Hä? Sorry, ich war irgendwie ganz... Irgendwie bin ich rausgekommen, aber irgendwie auch nicht... Keine Ahnung. So, kann ich das hier unten aufziehen? Das Ascheschubfach? Nee. Kann mit bloßen Händen nicht reingreifen. Was ist hier? Der Schmied hat wahrscheinlich diesen Druck dazu benutzt, um Metall abzukühlen, wenn ich ihn mit Wasser fülle. Okay. Gut. Kann ich etwas am Druck kühlen? Ich muss bestimmt irgendwas schmieden, aber dafür brauche ich doch noch so eine Zange, oder nicht? Schriftrolle kann ich auch nicht angucken. Dann setzen wir mal das Mittelstück hier ein. Vielleicht ist es ja doch was anderes. Okay. Na gut. Was haben wir hier? Hier gehört ein Kerzenhalter hin. Wo ist der? Nicht bei mir. Da noch eine Kerze. Na gut. Dann erstmal raus. Ein Messer und ein Buch. Donnerstag. Ich bin dem hässlichen Schlangenanbeter Jacques zur Kathedrale gefolgt. Durch die leicht geöffnete Tür sah ich ihn in den Beichtstuhl gehen und dann war er verschwunden. Er hat sich in Luft aufgelöst. Nachdem ich mich beruhigt hatte, durchsuchte ich den Beichtstuhl und fand eine Tür zu einem Geheimgang. Eine Mauer aus Stein versperrte den Geheimgang. Wenn man die Steine in der richtigen Reihenfolge drückt, öffnet sich der Zugang. Aha. Okay. Hier oben ist auch noch eine Schriftrolle. Ich könnte diesem Seil dann etwas Schweres binden und es dann über den Balken werfen. Ein Hammer. Nee. Restaurieren die Arbeiter die Kathedrale? Moment, ich bin in der Vergangenheit. Diese Kathedrale wurde neu gebaut. Vielleicht machen die Arbeiter Freskos. Okay, da waren wir schon. Irgendwas gehört dahin. Das ist eine Engelsfigur auf der rechten Seite. Sollte auf der linken nicht auch eine stehen? Das kann sein. Okay, da sind nochmal viele Schriftrollen. Da waren wir schon gucken. Okay, wie soll man die Dinger nochmal drücken?
ist gar nicht hier drin. Warum hat er das denn nicht notiert? Irgendwas in der Mitte, wo drei sich gegenüberstehen und der obere rechts klein ist. Drei sich gegenüberstehen? Ich glaube, die Zeichnung war noch gar kein Hinweis, kann das sein? Jemand könnte etwas in dem Stuhl versteckt haben. Ich brauche etwas Scharfes. Lasst uns mal. Kann ich mit dem Messer vielleicht hier auch ein bisschen rumkratzen? Okay. Brauche ich vielleicht für den Typen, ne? Dann wollte ich sie noch losbinden. Thank you, stranger. Before going to Lecombre's lair, Pierre ran into my shop and asked me to hide a key. I believe it opens his chest. He said he'd followed these sectarians to the catacombs, where he'd acquired something important. After that, he disappeared. I know you're here for a reason. You came from the sky, and you'll find what you are seeking. Okay, danke schön. Die Gefangene ist frei. Ich habe ein Messer gefunden und Vivian gerettet. Das arme Ding war mir sehr dankbar, aber auch traurig, dass ihr Freund immer noch vermisst wird. Bevor Pierre verschwand, hatte Vivian den Schlüssel zu seiner Truhe dagelassen. Er hat wohl etwas Wichtiges darin versteckt. Sie hat mir den Schlüssel gegeben, in der Hoffnung, dass ich das Geheimnis lösen kann. Natürlich können wir das. Aber vorher müssen wir das hier noch aufschneiden. Ah, das ist die Truhe, wa? So, ne? Gib mir einen Schlüssel. Ne? Mein Name ist Pierre, gütiger Fremder. Wenn du das liest, dann bin ich tot. Jacques Lecrombs Vasallen haben mich umgebracht. Mein Tod wird aber nicht umsonst sein. Bevor die Schlangenanhänger mich gefangen genommen haben, habe ich eine Schlangenfigur gestohlen und versteckt. Jacques hat eine schreckliche Sünde begangen. Er wollte einen Wasserdämon beschwören, der Schlangenleviathan genannt wird. Mein Freund, lass die Schlangenanbeter nicht diese Figur in die Hände bekommen. Sonst wird etwas geschehen, was nicht mehr in Ordnung gebracht werden kann. Okay. Ich muss aber zugeben, ich weiß jetzt nicht ganz, was ich als nächstes machen soll. Ich probiere mal, ob ich die Dinger bei ihm einsetzen kann. Da bin ich sie nämlich schon mal los. Oh, er sich freut. War schon richtig. Gut, ich muss mal kurz rausklickern, weil ich habe eine Benachrichtigung. So, jetzt ist er weg. Gehen wir mal hier hin. Buch habe ich doch angeguckt. Ja, ich kann hier die Kohle ranbinden. Nee. Tufeisen, Mensch. Da ich eher drauf gekommen bin. So, dann das Hufeisen schwingeln. Und dann holen wir uns das Schriftrollending. Kann ich wieder mitnehmen? Nee. Gut. Zeig mal was noch.
könnt ihr theoretisch noch was machen. Weiß aber gerade nicht was. Ich habe es endlich geschafft, in die Kathedrale zu gelangen. Im Inneren habe ich Piers Tagebuch gefunden. Der junge Mann folgte Jacques und sah ihn durch eine geheime Tür gehen, die sich im Beichtstuhl befindet. Um den Durchgang zu öffnen, muss ich die Steine in der Wand in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Hier machte eine Skizze von den Steinen, aber jemand hat sie in zwei Teile zerrissen. Ich muss herausfinden, was es mit der Mauer auf sich hat. Vielleicht hat Pierre den Stift beim Schreiben hart genug aufgesetzt, während er die Skizze erledigte. Dann müsste sich das auf der nächsten Seite bla bla bla. Okay. Hätte ich vielleicht eher lesen sollen. Hä? Hier? Mit der Kohle? Nee. Doch, jetzt auf einmal. Okay, die so ein Jüt bilden, müssen weg. Die so ein Jüt bilden. Okay. Ah. Mhm. Was da? Ich kann nicht einen einzigen Stein bewegen. Vielleicht bin ich in der Lage, sie zu zerbrechen mit meinem Hammer. Okay, dann anscheinend nicht. Ja, was anderes habe ich jetzt nicht so zum Zerbrechen. Diese Wand macht mir Angst. An einem der Schädel fehlt der Kieferknochen. Ist das wichtig? Ich sehe gerade gar nicht. Ach doch, hier. Im zweiten sogar. Drei. Nee, sogar noch mehr. Da ist ein Loch hinter dem Stein. Schade, dass der Stein zu schwer ist, um ihn zu bewegen. Wenn der Boden glatt wäre... Oh, hier vielleicht ein bisschen Öl? Okay, ew. Eine Rolle. Und da ist er. Muss ich irgendwie was machen mit ihm? Nee, glaube nicht. Gut. Habe ich noch einen... Nee. Ich sehe etwas durch die Schlitze, aber ich brauche ein Werkzeug, um das Gitter zu entfernen. Ja, habe ich gerade noch nicht. Das war nur das. Offensichtlich fehlt ein Teil des Schlosses. Habe ich noch nicht. Was ist da hinten los? Das ist das Schlossteil, glaube ich. Überall ist Wasser. Gibt es irgendwelche Kreaturen tief im Innern? Nein, ich möchte lieber nicht daran denken. Okay. Wasserschlangen, dieser Ort ist einfach unglaublich. Huch, ich wollte gar nicht raus. Das ist eine Einbuchtung in der Platte. Ja. Okay, warte mal. Machen wir mal hier. Ist doch von hier, oder? Ja. Nee. Doch nicht. Sie gehört eindeutig in diese Vertiefung, aber sie passt nicht hinein. Ich müsste sie in die richtige Form hämmern. Ja, vielleicht bedeutet das, dass sie eigentlich nicht passt. Aber wir machen es trotzdem. Das ist nämlich unser Ruf zu den Schmiedewaffen. Können wir hier nicht gebrauchen. Muss ich sie hier erst ein bisschen hämmern? Wir sind ein Talent. So. Mhm. Warte mal. Müssen wahrscheinlich die... Ah, okay, jetzt habe ich es gerafft. Hat ein bisschen gedauert, aber warte mal, wir gehen nochmal raus.
Hätte auch einfach lesen können wahrscheinlich, ne? Ordne die Scheiben mit Einkerbung so an, dass sie zu den Stangen rechts passen. Das heißt, ganz rechts müsste jetzt der Kollege... Warte mal. Der da sein. Dann danach müsste sie sein. Dann müsste er hier sein. Und dann das. Ne? Juhu! Okay. Aber liebe Leute, wir sind schon wieder über 21 Minuten hinaus. Ein neuer Raum, ein neues Glück, würde ich sagen, für unsere nächste Folge und wahrscheinlich auch nächste Aufnahmesession. Denn bei mir ist es jetzt schon 18 Uhr. Ich möchte mich langsam zur Ruhe betten und trinken alle nochmal einen schönen Schluck gemeinsam. Wartet. Gieß mir extra das Glas noch ein. Sage Prost. Geben wir das Glas für uns. Denkt daran, auch nach dem Let's Play schön zu trinken und davor. Und wir sehen uns übermorgen für die nächste Folge wieder, oder? Bis dann. Tschüss.